Wenn mich niemand aufhält, erzähle ich über Elimas. Wir haben noch ganz viel Zeit. Hat Elimas irgendwas Neues gelernt seit dem letzten Elimas-Vortrag? Ich habe noch niemals einen 14. Elimas-Vortrag gehalten. Das steht noch immer im Wiki. So. Ich habe mal einen Elimas-Vortrag auf dem Camp gehalten. Also ein Intro. Ja, und alle waren mindblown. Genau, alle waren irgendwie danach versucht. Oder weiß ich nicht. Ging eigentlich. Entwickelst du das im Moment noch aktiv? Ja, ich mache damit was. Okay, das kann ich gleich auch zeigen. Ja. Benutzt du das immer noch? Okay. Genau, ich habe ein nicht mehr ganz so geheimes Projekt. Es heißt momentan Arbeitstitel K4S, irgendwie primitiv, aber solide. Ich will eine Raspberry Pi Firmware bauen, die korrekt ist, im Sinne von, dass sie keine Bugs hat. Das Problem ist, ich halte mich für einen ganz guten Programmierer, aber nicht für einen so guten Programmierer. Das heißt, ich muss irgendwie das Ganze double checken und habe deshalb vor, einen computergecheckten Beweis zu schreiben, der zeigt, dass der Code da drin keine Fehler hat. Das ist eine etwas längliche Angelegenheit, weil diese computergecheckten Beweise ziemlich fusselig sind und man dem Computer jeden Babyschritt irgendwie einzeln füttern muss. Ich habe gefunden ein Programm, das heißt MetaMath, das ist nicht von mir, das macht Set-Theory Validation quasi auf beliebigen formalen Beweisen, die unten drunter die Axiome von Mengenlehre haben. Und habe mir darüber jetzt in Elimas einen Assistenten quasi geschrieben, der mir dabei hilft, Beweise zu schreiben, damit ich nicht jeden Scheiß selber beweisen muss. Aber... Ist das dann formale Verifikation? Das ist dann formale Verifikation, genau. Das ist auch tatsächlich dann ganz zu Ende definiert, also ganz zu Ende verifiziert. Das heißt, ich habe irgendwie ein Axiomsystem, habe ich ein bisschen aus der ARM-Doku abgeschrieben. Es gibt irgendwie States, in denen sich ein ARM-System befinden kann. Das ist eine echte Menge. Das ist nicht irgendwas Undefiniertes. Zum Beispiel sein Axiom. Es gibt irgendwie eine Funktion mem, die bildet. Oh ja, was da steht. Genau, bildet Adressen quasi auf den Speicherinhalt ab, der zu diesem State des Gesamtsystems ist. Es gibt das gleiche für Register. Es gibt das auch für ein Flag-Register. Ich benutze nicht so viele Flags, aber trotzdem. La 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 la. Es gibt eine Step-Relation, die geht von ARM-States nach ARM-States. Ich scrolle jetzt nur so ein bisschen rüber, um ein bisschen den Flavor, glaube ich, zu sagen. Macht, glaube ich, nicht so viel Sinn, in einem Lightning Talk zu versuchen, das aufzudröseln. Das kann ich auch mal machen, aber ich glaube, dann machen wir das irgendwie lang. Genau, ein paar Definitionen, sowas wie, was ist irgendwie ein Int. Und, also ein Int 16 zum Beispiel sind irgendwie ganze Zahlen. Aber Quotientenmenge mit Modulo 2 auf 16. Dito für signed ints. Ein paar Bit-Operationen, also das MetaMath hat eine relativ große Theorem-Datenbank, aber aus Gründen haben die sich nicht so viel mit CPU-Kram beschäftigt, weil es die halt einfach nicht interessiert. Das ist eigentlich von so einem Hobby-Mathematiker und da sind jetzt noch so ein paar PhD-Students aufgesprungen, die machen damit formale Mathematik und beweisen halt so irgendwelche Dinge über transzendentale Zahlen und allgemeine Graphen und all das. Das Tool kann auch überhaupt nicht rechnen, das heißt, das ist auch inzwischen alles automatisiert. So, mein typischeres Axiom ist sowas hier. Das ist das Axiom, wie funktioniert eine ARM-CPU, wenn sie eine Move-Instruktion bekommt. Also angenommen, ich habe irgendwie zwei States. Das ist der alte State und das ist der neue. Und im alten State hat das Instruktionsregister auf den Wert Z gezeigt und der Speicher im alten State an der Adresse Z plus 0 war Q und an der Adresse Z plus 1 war 16 mal irgendeine Zahl R und an der Adresse 2 war das hier und an der Adresse 3 war das hier. Da kann man in die ARM-Doku gucken und wissen, dass das hier ein Instruction Coding ist, eine Move-Instruction, beziehungsweise sogar nur eine bestimmte Move-Instruction. Genau, und das, die Qs und Rs sind besser natürliche Zahlen, nicht irgendwas crazy. Und die sind auch bitte alle kleiner gleich 14, denn sonst referenzieren sie das Instruktionsregister und hässliche Ausnahmen in der Doku werden getriggert, die man auf keinen Fall anfassen möchte, wenn man korrekte Software schreiben will. Dann ist es so, dass der im nachfolgenden ARM-State der Register R der gleiche ist wie vorher der Q-Register im alten State, das ist halt Move. Das Instruction-Register im neuen State ist das alte, aber plus 4, surprise. So, die beiden Dinge habe ich am Anfang nicht gehabt, weil ich dachte, ja, ist ja klar, aber nee, muss man alles natürlich sagen. Für alle Qs, die nicht das gleiche sind wie das Register, was wir geschrieben haben und auch kleiner sind als 14, dann ist der neue Wert vom Register gleich der alte Wert vom Register. Das ist eine wichtige Eigenschaft einer Move-Instruktion, dass sie nicht einfach alle anderen Register shuffelt. Ich meine, ist nicht selbstverständlich. Und sie hat übrigens auch den RAM nicht angefasst. Also diese Move-Instruktion jedenfalls nicht.
Ja, und so geht das weiter. La la la, Move mit einem 16-Volt-Konstante Low-Volt, High-Volt. Register Subtraktion. Das ist jetzt aber nicht die Implementierung, sondern nur. Nee, das ist quasi, das ist gerade nur das Axiomsystem. Da sage ich einfach nur, hallo, lieber Beweischecker. So, du kennst dich mit Zahlen, also du kennst dich mit Set-Theory aus, aber ich habe noch ein paar Axiomen, die das ist einfach so. Weil, also das sind eigentlich das Definitionen über diese Step-Relation in Wirklichkeit. Also man, das ist nicht so super repräsentiert. Man könnte theoretisch, anstatt hier, das sind jetzt irgendwie so 10 Axiome oder so, das sind nicht sehr viele. Nur ein paar Load, Branch, and or Mull, Ende. So, mehr also eine ARM-CPU hat viel, viel mehr Instruktionen, aber ich will ja korrekte Software schreiben, deshalb ich habe mich auf die dümmsten möglichen Instruktionen beschränkt, die ich halt brauche, so für einen sinnvollen, einen halbwegs sinnvollen Compiler, weil ich keinen Bock habe, irgendeine fancy Instruktion zu benutzen, die am Ende aus irgendeinem Grund ich entweder nicht verstanden habe, weil die Doku zu kompliziert ist, oder die Doku falsch ist, oder die CPU falsch ist. Das macht halt keinen Sinn. Deshalb, also nicht, weil man sich so einen Aufwand macht. Deshalb nämlich nur Instruktionen, die so strunzdumm sind, dass wenn die nicht gehen, dann ginge sowieso nichts. Also wenn Move nicht funktionieren würde, das wäre schon aufgefallen. Ist so die Überlegung. Gut, dass es nicht x86 Move ist. Das ist die Urwitschmeißung. Move? Moll war, also Floating Point war mal kaputt und so. Nee, aber es gibt den Moth-Piler, du kannst. Ja, aber das ist aber nicht schlimm. Also der Moth-Piler ist gar nichts. Also die Idee ist fancy, was liegt an den Patch-Tables. Andere Anekdote am Rand. Ich habe letztens einen Artikel gefunden, der erklärt hat, dass Page-Faults in x86. Also die Anspielung komplett sind, ja. Das ist alles sehr schlimm. Genau, aber ARM ist nicht ganz so irre. Nee. Genau, aber eigentlich ist das alles Aussagen über diese Step-Relation. Und man könnte das äquivalent abbilden, indem man sagt, diese Step-Relation, die postuliere ich nicht einfach nur, sondern ich gebe die explizit an. Das wäre eigentlich noch sauberer, wenn ich das irgendwann mal. Also, momentan ist das Projekt in der Phase, dass ich ausprobiere, ob ich mir Tooling schreiben kann, was in der Lage ist, C-Programme sauber zu verifizieren. Das ist noch nicht quasi die Endausbaustufe, die mich auch noch Kausalität tracken muss. Und quasi verstehen muss, welche Registerwerte von welchen anderen abhängen. Das würde ich gerne mitschreiben, damit ich später so Datenflussbeweise machen kann. Sowas, der User hat das hier in einen sicheren Kontext eingegeben, dann kann ich beweisen, dass es nicht am Ende aus dem Netzwerk wieder rausgefallen ist. So, das wäre halt cool. Das kann dieses Axiomsystem gar nicht bisher. Da würde ich mir wahrscheinlich die Mühe machen, diese Relation nochmal andersherum hinzuschreiben. Momentan ist quasi das Axiomsystem einfach, ja, es gibt diese Relation, so, die ist einfach da. Über die ist nichts bekannt, deshalb weiß ich, wenn ich darüber nachdenke, dass man damit auch keine schlimmen Dinge beweisen kann, so, und dann habe ich halt so ein paar Axiome, die sich quasi einschränken. Das ist in sich safe, aber noch schöner wäre es formal, wenn ich sagen würde, es gibt diese Relation, nämlich die ist so. Aber die Definition davon wäre quasi die Konkatenation von all diesen Axiomen, das wäre einfach super hässlich zu lesen und zu einem Developen jetzt am Anfang gar nicht cool. Und solche Sachen wie irgendwie Peripherie oder Kompressorregister. Genau, also mein Plan ist, momentan ja, also was ich vorhabe, ist wahrscheinlich die Peripherie weitmöglichst zu ignorieren. Also mein Plan ist, erstmal sicher zu machen. Im Zweifelsfall kriege ich das Ding einen zweiten Pi-SIO-Board, der quasi nicht in der Secure-Domain ist und der Rest ist halt GPIO-Pins. Und dann axiomatisiere ich halt einmal die GPIO-Register und sage, die Doku glaube ich so, das verstehe ich, da ist nichts dran. Du kannst einen, also die Annahme ist, du kannst deinen ARM-Core nicht über die GPIO-Pins hacken. Okay, das muss nicht stimmen, aber es ist wahrscheinlich richtig. Sowas wie ein Ethernet ist halt ziemlich creepy oder sowas wie USB-Hubs. Ja, die sind halt irgendwie creepy, sobald die Geräte selbst DMA machen können. Naja, genau, dann wird es richtig schlimm. Aber du weißt jetzt halt auch sonst nicht, ob so ein Stack wirklich sauber ist. Und das ist halt alles irgendwie in diesem Broadcom-Core drin und macht halt irgendwie so Dinge. Das ist alles nicht so cool eigentlich, wenn du wirklich secure bist. Natürlich ist das am Ende so semi-praktikabel, das Ganze. Aber also ich glaube, man kann, wenn man auf ein bisschen Komfort verzichtet, tatsächlich ein vollständig sicheres System bauen, was man sogar benutzen kann. Also was man für praktisch irgendwie Dinge benutzen kann, wenn man ausreichend paranoid sein möchte. Was passiert hier noch? Achso, es gibt noch eine Definition, eine konstante CPU-Mem sind einfach nur alle Zahlen, die da in dem Bereich, wo das Firmware-Image geladen wird, liegt, und genau, der Instruktionspointer ist am Anfang, wobei der Anfang ist in Wirklichkeit, nachdem der Broadcom Core schon Dinge gemacht hat, ist der da. Das ist ja eher, das ist ein bisschen doof, weil der Bootstrap-Prozess ist halt, der Core drumherum kommt hoch, lädt von meiner SD-Karte irgendwie Stuff in den RAM und geht dann in die CPU, wo sie halt in einer angeblich definierten State ist. Also wenn du ein Board haben willst, auf dem das nicht der Fall ist, musst dann du nur $5,000 für einen ARM Juno-Board ausgeben, dann kannst du den Flash-Boot-ROM-Content selbst bestimmen, weil er aus einem Flash bootet und nicht aus einem ROM. Mal gucken.
So, was kann man darüber noch sagen? Aber eigentlich wollte ich über das, den Assistenten erzählen, genau. Ich mach mal hier ein zweites Terminal auf, sonst können wir nicht mehr vernünftig arbeiten. Oder ein Phonometer. So, eigentlich sehen wir das mal irgendwo. Genau, das hier ist die Datenbank der Set Theory Leute. Da habe ich nur ganz bisschen bisher dazu beigetragen, weil ich ab und zu quasi Sachen wieder nach Upstream patche, wenn ich irgendwelche Utility Lemmas habe, die allgemein nützlich sind. Es kommen super viele Definitionen. Genau, so $C sind konstanten Deklarationen. MetaMath habe ich deshalb gewählt, weil MetaMath ein super dummes Tool ist. MetaMath kennt eigentlich gar keine richtige Mathematik. MetaMath kennt nur Strings und Tokens, das ist alles. Das finde ich ziemlich sympathisch, weil ich mir vorstellen könnte, einen MetaMath-Verifier zu schreiben, der selber verifiziert ist, weil der Verifier ist super dumm. Und wenn man einen verifizierten Verifier hat, kann man den in das System einbauen, um Programme nachzuladen, die halt mit einem Beweis kommen, sodass man beliebige Programme ausführen kann und die quasi, jedenfalls in der Theorie, von Third-Party-Leuten gemacht werden können und quasi ohne jegliche weitere Trust-Issues einfach geladen werden können, weil halt der Beweis dabei liegt, dass sie korrekt sind und keine Scheiße machen. Das wiederum erlaubt es einem komplett auf nicht kooperatives Multithreading und alles zu verzichten. Du kannst halt alles kooperativ machen, alle benehmen sich immer und sie haben den Beweis mitgeliefert, dass sie es auch tun. Ich sage nicht, Softwareentwicklung darauf wird schnell, aber sie wird sicher. Genau, und MetaMath, das ist die erste Deklaration der ganzen Datenbank, die sagt, eine runde Klammer auf ist keine Variable, eine runde Klammer auf ist einfach eine runde Klammer auf, ist ein Token, das nicht irgendwelche Magie enthält. Ja, und so geht das weiter. Und dann deklariert es halt so ein paar Sachen. Und dann fängt es an, wirkliche Variablen zu deklarieren. So, ein normaler Beweis sieht, das sind alles Crap-Beweise, die machen eigentlich nichts. Sieht im Prinzip sowas hier aus. Keine Ahnung, hier ist irgendein kleines Lemma, das sagt, ich kann Chi zeigen, wenn ich Phi habe und das Phi folgt Psi und das Psi folgt Chi. So kann man jetzt drauf gucken und sagen, das wird wahrscheinlich stimmen. Und wenn man möchte, kann man MetaMath anschmeißen und sagen, verify, ich habe ein bisschen zu schnell getippt, verify, proof, was hier ist das Ding, MP2B, sagt er, jo, ist okay. Und das Ding ist sehr schnell. Das sind jetzt irgendwie 20 Megabyte quasi reine Mathematik. Und wenn er rechts fertig ist, dann ist das alles gecheckt. Das ist. Okay, ist besser. Also es gibt ein Projekt, SE4L, die haben einen Nokia-Kernel mal versucht, einen Nokia-Mikro-Kernel teilweise formal bewiesen, aber mit Isabel, die brauchen 3 Tage, um ihren kompletten Beweis durchzufahren, und zwar auf dem Cluster. Das hätte ich gerne auf dem Raspberry Pi schneller. Das ist auch ein Grund, weshalb ich gerne MetaMath benutzen möchte, nicht Isabel. Genau, jetzt können wir mal Show Proof. MP2W. Habe ich mich vertippt? Ja, habe ich. Ja. Genau, das ist quasi die ausgepackte Variante. Also das, was man hier links sieht, ist so eine Art komprimierte Repräsentation davon. Das hier ist eigentlich so eine Art Serie von Integern, die referenzieren entweder dieses Axiom hier oder die Eingangsbedingungen, die quasi, oder die Annahmen, die in den Beweis reingegangen sind. Und ausgepackt sieht das dann so aus, wie das da auf der rechten Seite ist. Genau, hier sagt er halt irgendwie, Chi folgt aus dem Axiom Modus Ponens, wenn wir in der einen Stelle, meine Maus ist nicht so gut, wenn wir in der einen Stelle von Modus Ponens das hier diesen Ausdruck einsetzen, dann einen an diesen, dann wird es dann nochmal verwendet und so weiter. Genau, mal dieser Beweis hat 9 Schritte. Ich habe mal irgendwann einen Beweis gemacht für die erste C-Funktion. Mit Thomas, was ist denn? Und nein, den nicht. Guck mal gerade, ob die irgendwelche wirklich bewiesen sind. Ja, das sind die kleinen Lemma, die ich als Hilfslemma habe. Die du alle natürlich von Hand gecraftet hast. Ja, das doch. Die habe ich alle liebevoll von dem Assistenten schreiben lassen. Das nicht sagen. Ja, das mache ich bestimmt nicht in MetaMath. Das Interface ist total scheiße. Ich suche aber eigentlich. Also das hier ist, glaube ich, das, in dem ich gerade arbeite.
wollte mal gucken, ob wir da schon irgendeinen. Na, ist egal. So, das ist die. Also, momentan bin ich gerade in der dritten C-Funktion, davon ein bisschen was zu überweisen. Das hier ist. Ja, ab. Mehr ab. Ja, gut, es würde schneller scoren, wenn mein Bildschirm größer wäre. Das heißt, er sucht nicht selber Beweise, sondern er prüft sie nur. Genau, so Metamath prüft nur. Mein Assistent sucht Beweise, weil ich mich zu faul bin, sie selber zu suchen. Genau, das sind jetzt irgendwie 600 Zeilen Beweis. Das sind zwei Instruktionen. Also eigentlich so eineinhalb. Das ist quasi der Funktionseinsprung und der erste Stack-Register-Adjust, der halt 4 vom Stack-Register abzieht. Das war auch ganz witzig, als ich die erste Funktion habe ich mal auf die Metamath-Mengenliste gepostet. Natürlich nicht als Anhang, sondern als so, hallo, da drüben ist der Link. Weil das 20 MB waren. Und ich gesagt habe so, ja, unabhängig davon, ob das jetzt sinnvoll ist, was ich hier tue, aber ihr könntet damit mal eure Verifier testen, was die so dazu sagen. Und es sind auch tatsächlich mehrere um die Ohren geflogen, einfach weil sie halt nicht so skalieren. Aber das normale Metamath kann das. Also das Metamath selber hat irgendwie 1,5 Sekunden für gebraucht, das zu verifizieren, das ist völlig okay. So, wie sieht das in der Praxis aus? Denn das schreibe ich. Achso, wir können natürlich mal. Ist das schon SystemM? Ja. Show Proof. Lem. Exchange Mailstack, ist das die Mailbox oder? Das ist. Ja, beziehungsweise das war nur ein Hilfslemma für den Stack, das Stackverhalten von dem Ding, was mit den Mailboxen redet, ja. Local Frame Buffer, ist das jetzt richtig geschrieben? Irgendwie nicht. Nee, meine Bildschirme sind zu klein für das Scheiß. Also vor allem mit der großen Schrift System Invariant MM. Nee. Sorry. Build Kernel. So, lem. Achso, function. Init. Ja. Show proof lem. Du hast jetzt System Invariant MM geöffnet. Ja, das wird unten included. Das. Ah, okay. So, das sieht jetzt halt irgendwie ausgepackt quasi absurd lang aus. Ich kann es ein bisschen laufen lassen, aber da kommt jetzt nichts, was man irgendwie wirklich erklären könnte. Das Problem ist halt, so das schreibt man nicht von Hand. Wir sind jetzt irgendwie, ich weiß nicht, das ist Schritt 2200 oder so. Das macht keinen Spaß. Stattdessen. Nee, ich will mich nicht so ein kleines Tunnel haben. Ne, das bin ich schon irgendwo offen, weil ich hier selber gerade am Arbeiten war. Zu. Genau, stattdessen habe ich mir einen Assistenten geschrieben, der nimmt eine viel, viel hübschere High-Level-Sprache. Der kann hier solche Sachen sagen, wie ich möchte gerne das Lemma beweisen. So, und dann zeige ich hier auf der rechten Seite, das sind irgendwie meine Annahmen, die ich vorne quasi haben kann. Also ich will ja jetzt Korrektheit einer Funktion beweisen, dann weiß ich zum Beispiel am Anfang der Funktion, gab es irgendwo einen Einsprung in die Funktion und das sind die Instruktionspointe, das hier ist jetzt Branch and Link, die Instruktion quasi kodiert. Und ich habe irgendwie dieses Register, das ich benutzt habe, um da reinzuspringen, war ein echtes Register und zwar Klein 12. Genau, der Wert des Registers, also wohin ich springe, ist genau diese Adresse, das ist der Einsprungpunkt dieser Funktion, über die ich gerade rede. Die eigentlich Invariante, die ich gerne zeigen möchte, ist, dass mein Kernel-Code genauso ist, wie er im Image noch drin war. Also ich will quasi zeigen, dass jede Instruktion, die ich ausführe, immer den Kernel-Code nicht kaputt gemacht hat. Das ist genau diese Bedingung, die sagt Kernel-Code constant. Die Definition davon ist quasi, ja, es ist genau, jedes Byte im Speicher ist genau das gleiche Byte, was schon im Speicher stand, als der ArmState 0 war, also als quasi alles losgegangen ist. Und noch so ein paar andere nützliche Sachen, sowas wie der Stack ist aligned und der Stackpointer zeigt irgendwie einen Bereich, der sane ist. Die Instruction Pointer ist aligned und der Stackpointer ist auch aligned. Und ich habe noch ein allgemeines Phi, was ich benutzen kann, um später von außen Invarianten mit in die Funktion reinzuziehen. Und quasi zu sagen, wenn ich, also bei dieser Funktion ist das nicht so spannend, aber wenn man sich zum Beispiel String Compare oder sowas vorstellt, oder String Copy ist noch ein besseres Beispiel, das ist ja eine Funktion, die ändert irgendwie Dinge im Speicher, aber die meisten Dinge soll es bitte nicht ändern, aber welche Dinge das sind, das hängt von dem Callset ab. Also ich kann ja String Copy für verschiedene Bereiche des Speichers benutzen, sinnvollerweise, aber ich möchte nur einmal beweisen, dass es am Ende quasi das Richtige macht. Dafür ist es sehr hilfreich, wenn ich später von außen sagen kann, okay,
Ich habe bestimmte Bedingungen, die quasi beim Einsprung die Funktion erfüllt sind, und dann gilt für jede Instruktion dieser String-Copy-Funktion zum Beispiel, dass sie den Kernel nicht kaputt gemacht hat. Oder halt auch andere Bereiche, wenn Heaps nicht kaputt gemacht hat. Aber welche Bereiche sind es halt, je nachdem, wo ich sie aufrufe, verschieden. So, und dann muss ich jetzt zeigen, für alle P, die Pfade sind aus dieser Step-Relation, also Path ist so ein Ding, das sind einfach eine Relation und guckt quasi, also die Step-Relation verbindet ja CPU-States miteinander, das heißt, man hat so einen riesigen Graphen von möglichen Entwicklungen in der Zukunft quasi, und Path ist sind quasi jetzt die genau, das sind alle Pfade, die sich ergeben von einem, in diesem Graphen. Genau, wenn der Pfad bei x anfängt, also mit dem aktuellen ARM-State, oder viel, ja, da, wo ich in die Funktion eingekommen bin, dann gelten bestimmte Dinge. Zum Beispiel, es gibt ein L, das ist die Laufzeit, die ist kleiner als hier irgend so ein Maximum. Und für alle i, die da kleiner sind, gilt nur irgendwie Invariante und so weiter und so fort. So. Dann kann man dem Assistenten irgendwie sagen, ja, lad mal noch irgendwie extra Code dazu. Das ist in Elements relativ einfach, weil ich einfach sagen kann, hier, include mal die Datei in diesem aktuellen Scope, und dann kann ich einfach beliebig in meinen Funktionen und lokalen Variablen dran rumarbeiten. Und jetzt kann ich sagen, benutze mal irgendein Lemma von den vielen, die ich schon definiert habe. Und ich sehe jetzt quasi rechts, wie sich mein ganzer Proofstate geändert hat. Mir ist jetzt ein bisschen hässlich geworden, weil hier so eine beliebige Variable hat. Das liegt einfach daran, dass das Lemma, dieses Lemma von exec-step, sagt quasi, ich nehme mal ein beliebiges Phi an. Und dann gelten darüber bestimmte Dinge. Jetzt darf ich mir eins aussuchen und ich sage, nimm das maximal mögliche. Und wir können es mal machen. Das maximal mögliche ergibt sich hier. Also hier gibt es quasi, also dieses Lemma hat mehrere Vorbedingungen. Einen davon müssen wir gerade erfüllen. Diese hier müssen wir auch noch erfüllen. Wir müssen also ein Phi wählen, was wir aus diesem ganzen Kram hier zeigen könnten. So, und eine möglichst dumme Möglichkeit, um dieses Phi zu wählen, ist halt, ich wähle einfach alles genau, was da drüber steht. Das ist nicht so schwer zu zeigen, dass das Gleiche aus dem Gleichen folgt, und ich habe quasi einen minimalen Informationsverlust. Wenn ich keine Ahnung habe, was ich tue, ist es eine gute Idee, mir dieses Feed zu wählen. So, jetzt ist dieser Proofstate unglaublich hässlich geworden, weil das Terminal auch nicht so groß ist. Hat hier aber noch eine Metavariable z. Die nenne ich mal v. Und hier ist noch ein chi. Und das ist in diesem Fall die Invariante, die aus meinem Code, oder die ich möchte, die gilt, nachdem diese Instruktion ausgeführt wurde. Die könnte ich, oder die habe ich auch vor einem Jahr mal von Hand da zusammengearchitektiert, das ist aber scheiße, weil es sehr viele Instruktionen gibt. Deshalb lasse ich die inzwischen vom Compiler quasi mitberechnen, jedenfalls alle Anteile dieser Invariante, die ich verstehen kann, sowas wie mein Stackpointer, das nach der Instruktion noch aligned. So, das ist halt nach jeder Instruktion so. Das kann einfach automatisiert in die Invariante reinkommen, und das ist das, was dieses Let Kernel Invariant macht. So, danach ist mein ganzes Ding schon wieder ein bisschen zusammengeschrumpelt, und ich habe jetzt all diese Dinge, das geht noch ein bisschen weiter oben, doch diese Dinge, die ich alle benutzen kann, und diese Sachen, die ich zeigen muss. Jetzt kann ich mir irgendwie alles mögliche überlegen, was ich damit machen kann. Zum Beispiel kann ich erstmal einige Sachen normalisieren. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier viel gemacht hat. Ich kann sagen, okay, wenn ich mir das hier genau angucke, dann sieht das aus wie eine BLX-Instruktion. Okay, das ist jetzt nicht so überraschend, dass ich beim Funktionseinsprung eine BLX-Instruktion hatte. Und da fallen bestimmte Sachen schon raus. Zum Beispiel, dass danach das Instruction Pointer den Wert hat, der eben in diesem aufgerufenen Register drin ist. Wenn ich das benutze, dann passieren wieder neue Dinge und so weiter. Das ist immer kürzer. Ja, es wäre dann auch mehr Subcode. Also in diesem Fall ist tatsächlich was weggegangen. Es wird aber nicht, also es wird in diesem Moment jetzt gerade kürzer, aber es wird nicht allgemein kürzer. Weil, also das Problem ist, der Beweis, den wir sehen, ist quasi immer die Teilziele, die ich gerade habe. Aber hinten hängt ein sehr hässliches Teilziel. Ich kann das mal gerade mal anspringen. Das Teilziel ist nämlich, wenn ich diesen einen Schritt jetzt gemacht habe, nach der Instruktion, dann muss ich für den Rest des Pfades zeigen, dass ich in den 699.999 Schritten quasi immer noch alles gut ist. Also ich mache jetzt ja quasi nur einen Schritt, und hinten ist dieses eine Teilziel, was aber jetzt quasi noch den Rest der Funktion enthält. Das sich dann wieder expandet für den nächsten Schritt. Achso, das war jetzt ein bisschen dumm. Aber man kann jetzt zum Beispiel sowas sagen wie hier, match alle y, und dann kommt ein Zeug, dann guckt er hier durch, was könnte das denn sein, und sieht er, das ist wohl diese Clause hier, damit ich das nicht immer abtippen muss. Und dann sage ich, okay, ich hätte gerne mal diese riesige Bedingung hier instanziiert für x, statt, also für ein konkretes x statt diesem allgemeinen y. Wenn ich das mache, dann kriege ich jetzt halt im Wesentlichen eine Kopie von diesem Ding hier,
wenn man sich das genau anguckt, hier ist, das Ding ist jetzt quasi für X an dieser Stelle eingesetzt, hier instanziert worden. Genau, aber das ist jetzt ein konkretes A geworden. Ein konkretes Y. Genau, also hier ist es noch Y-MEM-A für alle Y und jetzt ist es hier X-MEM-A. Ah, für ein konkretes X. Nämlich meinen Einsprung X, was in der aktuellen Armstate ist. Ja, and so on. Aber jedenfalls, das sind jetzt irgendwie 134 Zeilen und nicht 2000 irgendwas Schritte. Genau, so ein paar andere Automatisierungen. So, was ich jetzt die meiste Zeit allerdings mache. Das hat halt auch eher was mit. Ja, es hat halt ARM-Code oder Instructions. Genau, also genau, das hat jetzt jedenfalls nicht mehr so super viel mit dem MetaMask-Kram zu tun. Was man zum Beispiel sich hier komplett spart, und das ist unglaublich wertvoll, ist die Umsortierung, weil MetaMask hat eigentlich überhaupt keine so Splitting mit Sachen, die ich weiß und Sachen, die ich daraus zeige, sondern in MetaMask gibt es nur gültige Formeln. Das heißt, wenn ich das später repräsentiere, ist es eigentlich eine riesige Unverknüpfung von all diesem hier und eine Implikation nach Psi. Und das Problem ist, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Clause hier brauchen würde, dann muss ich mich erstmal größere Mengen Zeit damit beschäftigen, dieses Und-Ding syntaktisch auseinanderzufusseln und die linken und rechten Teile jeweils wegzuschmeißen, bis nur noch das über ist, was ich wirklich brauche. Und also Kram. Das kann man halt natürlich von Hand machen, aber es. Warum? Oder. Ich mach das nochmal von vorne, damit ich nicht in irgendeinem doofen Proof-State bin. Was auch sehr sinnvoll ist, ist. Rename, das geht noch so. Wo ist denn mein Range-Aufruf? Ja, sehr schön. Der ist nicht so geil. Ich versuche hier gerade meinen Parallellauf in den zweiten, der sich an das gleiche Loch hängt. Sowas hier zum Beispiel. Da steht jetzt irgendwie, der Register 13-8 ist größer als 8380. So, das mag so sein, da geht man hier oben gucken und dann stellt man fest, das U-Register 13 ist eigentlich das gleiche wie das X-Register 13 und das, achso, nee, hier ist sogar noch ein besserer Clause. Hier steht zum Beispiel, U-Register 13 ist größer als 8388. Wenn man das schon weiß, dann sieht das hier so aus, als ob man das irgendwie daraus beweisen kann. Kann man auch, das ist aber auch ein ziemlich vielschrittiger Prozess, weil man irgendwie erstmal zeigen muss, dass das hier überhaupt eine reelle Zahl ist und dass das hier eine reelle Zahl ist, weil sonst kleiner nicht ordentlich definiert ist. Und dann muss man natürlich noch zeigen, dass 8380 plus 8 irgendwie das hier ist. Das ist auch nicht so klar, weil, ne, das, woraus folgt das? Naja, aus einer schrittweisen, ziffernweisen Addition im Prinzip, die kann man dann erstmal abfeiern und das kann man alles von Hand machen. Oder man kann halt irgendwie Range sagen und Range hat jetzt gerade automatisch in allen Vorbedingungen gesucht, ob es irgendwas findet, was passt. Ja, passt. Das Proof ist einfach vollständig verschwunden. So, und hier ist schon gleich das nächste Mal wieder Range. So, zack, weg damit. So, und was ich jetzt im Prinzip gerade, womit ich mich jetzt gerade die Tage beschäftige, ist quasi immer mehr Kram zu automatisieren. Sowas hier zum Beispiel mache ich gerade noch von Hand, das ist aber eigentlich genauso strunzdumm. Hier steht irgendwie, dieses Bla minus 8 ist dieses Bla minus 8. Und hier oben haben wir gerade schon gesehen, die beiden sind gleich. So, ja, okay. Also, da guckt man jetzt drauf, als Mensch sagt, ist so. Da würde man keinen weiteren Kommentar zu verlieren. Ja, aber MetaMask, also ich mein, ist halt formal kein Beweis, dass ich sage, ja, habe ich gesehen. So, also muss ich jetzt sagen, ja, es gibt irgendwie ein Lemma, OVEQ1D zum Beispiel, könnt ihr mal angucken. OVEQ1D. Das sagt, ich habe irgendwelche wilden Vorbedingungen und ich habe danach zwei Dinge, die sind mit einer Relation verbunden und hier auch Dinge, die mit einer Relation verbunden sind. Das rechte ist gleich, aber das linke ist potenziell verschieden, aber in Wirklichkeit weiß ich, dass es doch gleich ist, dann genau, also wenn diese beiden gleich sind, dann sind halt auch diese beiden gleich. Wo ich bei der linken Seite das durch das rechte ersetzt habe. Wunderbar, dann kann ich sagen, das möchte ich doch hier benutzen. Und dann sagt er natürlich, ja, und welches Phi hättest du dann gerne? Jetzt könnte ich wieder sagen, hier use full, das ist aber ein bisschen overkill. In diesem Fall weiß ich zufällig genau, was ich brauche. Nämlich diese Bedingung, die wir gerade gefunden haben. So, Teil C wieder erledigt. Was quasi jetzt gerade alles nicht notwendig war, ist, sich wieder aus diesen riesigen Und-Verbindungen alles rauszupopeln, bis ich diese eine Clause da habe und so weiter. Genau, und diese Syntax, ja, die du jetzt rechts hast, das, ja, ist, das ist im Prinzip, das ist fast MetaMask. Also MetaMask hat halt nicht diesen tollen Strich und die unsortierte Menge von Stuff, sondern bei MetaMask wäre das quasi ein riesiges Ding, was mit diesem Und, hier sind immer Uns, was quasi so eine riesige Klammer von verschachtelten Uns sind. Also das können wir sogar mal machen. Ich mache mal dieses Terminal größer, damit wir das sehen können. Show, proof,
Das hatten wir eben Lernfang. Halt nur diese Zahldarstellung, dass man so viele Semikolons davor braucht, die man nachher Ziffern hat? Naja, damit du es syntaktisch auseinandernehmen kannst. MetaMath kennt keine Zahlen. Es gibt eine Definition von Semikolon. Semikolon ist wenigstens schon kurz. Semikolon nimmt zwei beliebige Dinge und das linke mal 10, dann plus das rechte. Und ja, das bedeutet, dass du bei jeder Rechnung erstmal zeigen musst, dass das alles Ziffern sind und nicht irgendein Crap. Weil es könnte ja auch irgendein Witzbold an der Stelle eine Ziffer, einfach runde Klammern machen und eine komplexe Zahl. So. Dann ist halt das nicht mehr so geil zum Rechnen. Musst du dich halt mit beschäftigen, damit es, ne? Was hatten wir eben? Init Local Frame Buffer, ne? Ich scroll mal so ein bisschen in die Mitte, wo wir größere Sachen haben. Ja, genau. Also so sieht das quasi, bis auf den hässlichen Umbruch, das hier ist quasi jetzt ein so ein Proof-Zustand. Da ist hier oben quasi unglaublich viel mit uns verknüpft. Was auch immer der versucht da mit dem Indenting zu machen, ich glaube, es wird dadurch nicht besser. Und irgendwo in der Mitte, aber fragt mich bitte nicht, wo ist irgendwo eine Implikation, weil der quasi auf der äußersten Ebene liegt. Und der dann auf die untere Hälfte zeigt. Ja, aus Gründen habe ich mir das halt einfacher gemacht. es gibt dafür auch noch andere, also es gibt noch MMJ2, das ist auch ein MetaMath-Interface, aber das ist halt auch eher auf der Skala von den mathematischen Beweisen, die wir gerade gesehen haben. Nicht auf der Skala von dem Igor-Ding. Genau, und Igor ist wiederum, ist alles Elemas. Benutzt das irgendjemand außer dir? Igor bisher nicht, soweit ich weiß. Aber das liegt auch daran, dass das bisher nicht wirklich for Public Consumption ist, weil ich daran alles die ganze Zeit umbaue. Weil ich die ganze Zeit Automatisierung dazu baue und so. Und es ist ein bisschen, also ich habe nicht so richtig Lust, da jetzt noch parallel die Doku irgendwie up-to-date zu halten und auch noch nicht so richtig Lust, mich festzulegen, wie das eigentlich funktionieren soll. Es wäre halt auch doof, wenn Leute quasi schon Beweise schreiben in der Skriptsprache. Die können sie natürlich... Die ändert sich. Genau, die ändert sich dann unter ihren Füßen. Das ist irgendwie ungeil, also... Jedenfalls, wenn sie sich wirklich inkompatibel ändert. Und das hat sie schon einmal gemacht. Genau, hier ist jetzt irgendwie Igor. Das ist jetzt Elemas unten drunter. Das ist an manchen Stellen sehr nützlich gewesen für mich. Zum Beispiel, dass ich einen Parser-Generator brauchte. Hier ist ein Parser-Generator in Elemas. Danach kann man Recursive Decent Parsers schreiben. Aus Baches neue Normalform. Oder, eben hatte ich Load gesagt, ne? Oh ne, das ist zum Beispiel hübsch. Ihr habt gesehen, dass ich eben for WIP gemacht habe, anstatt irgendwie Igor oder Igor Interactive aufzurufen, weil an dieser Stelle ich zum Beispiel den kompletten System State einfriere. Das erlaubt es mir, die ganze Set Theory Datenbank erstmal in meinen Heap zu parsen und alle Theoreme zu laden und so weiter. Und dann einfach zu sagen, so, mein fertig geparstes Ding hier und alles, möchte ich jetzt ein neues Elf-Binary packen, was schon fertig geparst ist. Und das kann ich dann aufrufen und der kommt quasi an dieser Stelle hier wieder aus dem Aufruf raus. Wenn ich ein Programm aufrufe, bin ich hier. Und dann lädt er nur seinen zweiten Teil dazu. Und der zweite Teil ist da, wo ich quasi momentan interaktiv, wo ich momentan dran entwickle. Das ist die quasi die Implementierung von dieser Skriptsprache, die dann die Beweise schreibt. Aber das heißt, dass ich das komplette Parsen von der Set Theory Datenbank nur einmal machen muss und halt nicht in meinem Development Cycle habe. Was mir jedes Mal irgendwie 20 Sekunden spart. Ja, ich weiß nicht, was soll ich jetzt sonst groß drüber erzählen? Eigentlich nicht so viel. Auf der C-Seite hast du noch einen Compiler? Nein, auf der C-Seite habe ich, also das Problem ist, ich möchte, auf der C-Seite habe ich, also ich habe C plus Annotationen, weil, wir können mal angucken, Framebuffer C, init local Framebuffer. So. Das ist die Funktion, über die wir gerade da bewiesen haben. Ich muss dazu ein paar Sachen dazu annotieren. Also erstens zum Beispiel, wie lange erwarte ich, dass die, was ist meine Garantie, wie lange die höchstens läuft? Das kann ein Compiler im Extremfall nicht so gut abschätzen. Das kann natürlich auch von irgendwelchen Argumenten abhängen. Gut, in diesem Fall ist es Void, da passiert das nicht. Dann passieren hier solche Sachen wie, ich habe nach dem Framebuffer init, habe ich halt irgendwelche globalen Variablen auf Werte gesetzt. Und das ist halt meine Postcondition. Nachdem ich fertig bin mit Framebuffer, ist das halt so. Das kann der Compiler in dem Fall vielleicht deduzieren, aber momentan macht er es nicht. Er braucht höchstens so und so viel Stackspace. Das könnte der Compiler im Prinzip wissen. Momentan weiß er es noch nicht, aber das könnte man irgendwann mal dahin werfen. Und sowas hier ist auch ganz spannend. Das ist die Independence Condition. Das ist quasi das, was ich benutzen kann während der Funktionsausführung, um beliebige Invarianten zu, quasi durchzuziehen. Das ist eine Eigenschaft, die
während der Ausführung dieser Funktion immer gilt, zum Beispiel, dass alle Adressen aus dem CPU-Speicher, die größer sind als der Stackpointer, also Stackpointer beim Einsprung, SP0, und nicht diese beiden globalen Variablen sind, noch so ein bisschen hässlich hingeschrieben, dass die genauso sind wie am Anfang. Ja, du hast kein Stack Overflow. Genau, ich habe nicht mal kein Stack Overflow, die Funktion hat auch nicht den Teil des Stacks, der nicht zu ihr gehört, überschrieben. Das ist der Teil, der hier vorne steht, mit alle Adressen, die größer sind als der Einsprung-Stack-Pointer. Oh, okay. Das ist eine wichtige Eigenschaft für eine Funktion. So. Deswegen könnte ich noch auto-generieren, das hier hinten wird schon schwieriger. Und es gibt definitiv auch Funktionen, wo die Independence Condition quasi vom Compiler nicht geraten werden könnte. Was ich mir gebaut habe, ist ein Compiler, der dieses C-Kram nimmt. Also das sollte hoffentlich valides C sein. Das ist jedenfalls meine Absicht. Wenn auch ziemlich hässliches C, weil der Compiler nicht viel kann. Da ist auch einiges einfach echt auskommentiert, plus so verschiedentliche Annotationen. Und die quasi mit runter übersetzt. Also das Problem ist, ich möchte hier zum Beispiel, hier sieht man das nicht so schön, das ist ja mal eine bessere Funktion, das Change Mail, glaube ich. Ja, sowas ist ein super schönes Beispiel. So, hier möchte ich zum Beispiel darüber reden, dass wie diese i-Variable ist, ja? An dieser Stelle ist der Wert von i größer 0. Aber wir haben gerade gesehen, in dem Metamorph am Ende steht da irgendwie bla, Register, welche Nummer eigentlich, ist halt später i. Oder i ist sogar eine Stack-Variable, aber der Compiler, also mein Metamorph-Beweis am Ende enthält jedenfalls nichts, was i heißt. Also höchstens irgendwie die komplexe Zahl da, aber dieses i ist ja bereits verschwunden. Das heißt, ich muss irgendwie, wenn ich Assertions haben will, die über i reden können, muss ich das mit übersetzen. Das heißt schon, ich kann keinen Box-Standard-C-Compiler nehmen. Deshalb gibt es hier irgendwo einen Sekundfall. Hier ist es zu weit oben. Genau, es gibt einen C-Compiler, der ist wenig überraschend in Elemas geschrieben. Der passt ein kleines Subset von C, auf das ich mich freundlicherweise beschränken muss. Und erzeugt daraus ARM-Assembly plus wiederum Annotation. Also hier zum Beispiel ist ein ganz normal, wird eine ARM-Instruktion gebaut, irgendwie add, keine Ahnung, Register, Stackpointer und eine Konstante. Und gleichzeitig wird da nebenbei quasi die Assertion mit zusammengebaut, die am Ende mit emitted wird. Wir können uns das mal angucken, wie das Intermediate-Format aussieht, das sollte man hier irgendwo sehen können. Genau, daraus wird quasi heftig annotierter Assembler-Code. Wo halt, wir können mal gucken, ob wir Exchange Mail wiederfinden. No, ist das hier Exchange Mail? Nein, das ist der Call von Exchange Mail. Function Exchange Mail. Prüfst du die Funktion einzeln? Nein, also ich prüfe die Funktion, ich beweise die Funktion einzeln, aber an der Call-Zeit benutze ich quasi das Lemma der anderen Funktion. Um meine Eigenschaften der aufrufenden Funktion dann beweisen zu können. Deshalb ist es so wichtig, dass ich diese Independences habe, beziehungsweise allgemeine Invarianten durchziehen kann, weil ich die je nach Callzeit quasi eine unterschiedliche Invariante durch die innere Funktion durchthreaden muss. Ja, ich könnte gleich mal das Lemma dazu zeigen, wo das benutzt wird. Genau, aber was der Compiler quasi gemacht hat, ist, aus all diesem Kram diese etwas lower-leveligen Assertions rauszupopeln. Ich weiß nicht, ob wir den i-Wert finden. Vielleicht. Falls jemand irgendwas. Das ist gerade i. Ja, das ist doch schön. Hier, genau. Hier ist noch die Source-Zeile quasi. Assertion ist irgendwie sowas. I ist größer 0 und kleiner 1500. Dann lasse ich es quasi eine Annotation, die momentan gerade wieder nicht, aber in der alten Automatisierung noch sogar in meinem Proof-State quasi so als Hint mit reingezeigt wurde, an welcher Source-Zeile ich war. Und daraus ist jetzt halt diese lower-levelige Assertion geworden. Wo ursprünglich noch stand irgendwie 0 ist kleiner als i, steht jetzt 0 ist kleiner als der Wert vom Stack-Register plus 4. Als 32-Bit-Wert interpretiert. Und dass es hier plus 4 ist, hat halt der Compiler sich ausgedacht, weil halt die Variable i nun mal da lebt. Ja, und so weiter. Und dann gibt es dementsprechend auch einen Assembler, der frisst derartig annotierte Assembly-Files, parst in Häkchen die, und macht jetzt mehrere Sachen. Zum einen erzeugt er, was ist das eigentlich? Zum einen erzeugt er enkodierte ARM-Instruktion hier. Das ist ja ein Direct Binary, was er im Prinzip erzeugt. Und gleichzeitig schreibt er jetzt
tatsächlich Metamath, Syntax, die Dinge, mit die an der Stelle passieren. Also man muss ja verschiedene Sachen machen. Man muss die Invariante, die nach der Instruktion gelten soll, quasi als Metamath aufschreiben und der muss an irgendeiner Stelle muss er, achso, die Funktionsgesamtinvariante muss er noch aufschreiben und er muss auch, das macht er auch irgendwo am Ende. Das kann ich besser im Bild zeigen. Und so etwas erzeugen. Das ist das gleiche wie das Firmware-Image, aber als Metamorph. Das steht halt drin, am Anfang meines Boots ist halt der Speicher an dieser Adresse 0. An der nächsten Adresse ist ja so. Das brauche ich später, um quasi im Metamorph dann überhaupt darüber reden zu können, was denn die Instruktionen sind, wenn der Speicher unverändert ist, weil ich muss ja auch wissen, was eigentlich passieren soll. Genau, und das Ganze wird dann quasi wieder zusammengebrokelt. Das ist das. Was macht er da? Achso, der definiert schon die Einsprungpunkte. Genau, er baut da quasi jetzt so mehrere Intermediate-Files draus. Können 7 invariant mm. Ne, das ist... Achso, das ist nur die Definition von Kernel Code Constant. Das ist deshalb autogeneriert, weil die obere Adresse, die hängt davon ab, wie groß ein Firmware-Image ist. Kernel 7. Das ist dieses Fall, ja. Und hier gibt es jetzt ganz viele Kernel-Invarianten, die quasi später benutzt werden können, um sie zu irgendwelchen Keys oder so zuzuweisen. Die sind jeweils nach aktueller Adresse benannt. Die sind aber nicht handgeschrieben. Nee, die hat der Compiler mir erzeugt. Die kommen raus aus quasi den Annotationen. Also das sind die Invarianten, beziehungsweise teilweise einfach aus den Instruktionen, die der Compiler, also beziehungsweise der Assembler, das hier ja generiert, die der Assembler an den entsprechenden Stellen ermittelt hat. Sonst einfach zu dem Gesamtding hier zu sagen. Achso, ja doch, ich wollte das... Du hast mich gefragt, ob ich die einzelnen Beweise, die Funktionen... Genau, es gibt hier irgendwo ein großes Lemma, das darüber redet, wie Funktionsaufrufe funktionieren. Also wie man quasi Funktionen benutzen kann, die für die ein anderes Theorem existiert. Ich weiß nicht, ob ich es aus dem Stand erklärt bekomme, weil ich jetzt eigentlich gar nicht vorhatte, darüber zu reden. Also was zeige ich? Ich habe aus einer beliebigen Vorbedingung Phi gilt, dass für alle Pfade, die da starten und kleiner sind als hier so ein Maximum n, was ich nicht im allgemeinen Fall nicht kenne, dann gelten für alle kleineren, dass der State, den ich in dem entsprechenden iten Schritt erreicht habe, diese Invariante genügt und der Schritt, den ich erreicht habe, das ist das obere Maximum, wenn ich quasi zu Ende gelaufen bin, dann die andere Invariante genügt. Das kann ich zeigen, wenn ich so, und dann kommen wahrscheinlich zwei andere Invarianten. Genau, hier kommen zwei andere Invarianten rein. TA, CH. Und an der Stelle, die wähle ich quasi aus der anderen Funktion. Und dann... das ist alles ein bisschen unwieldy. Das ist jetzt dein Proof Assistant Code. Ja. Nee, das hier ist Metamath. Also das hier ist quasi ein Metamath. Das ist ein Metamath-Theorem. Also das hier ist das Theorem-Statement mit dem $P. Und die $E sind die ganzen Annahmen, die ich machen darf. Und darunter kommt jetzt hier der Beweis quasi, dass es ein gültiges Theorem ist. Weil das ich mir jetzt nicht einfach nur als Axiom ausgedacht habe, sondern ich kann tatsächlich zeigen, dass wenn ich Relationen habe und solche Passes da drauf, dass es halt gilt. Ich überlege nur gerade. Diese Liste von, was ist hier, CVC, FV und so weiter, das sind irgendwelche Lemmas, die du dir abgelegt hast. Wie verwirrt, wo bist du? Seite 8, 9. Da oben so? Achso. Da so? Zwei noch runter. Ja. Dieses Ganze hier? Ja. Ah, nee, der Beweis. Das ist die du nachher mit den Buchstaben referenzierst, oder? Genau, das ist der Beweis, dass hier, also der Beweis beginnt quasi hier, das ist die erste Zeile des Metamath-Beweises. Da diese ganzen Namen referenzieren andere Lemmata, die quasi irgendwo schon aufgetaucht sind. Genau, und diese Buchstaben hier referenzieren jetzt
Also ab hier beginnt quasi ein riesiges Encoding von einer Integer-Liste. Die referenzieren teilweise in diese Klammern rein und teilweise diese $Es hier oben. Denn die sind ja Annahmen, die ich machen darf. Die kann ich referenzieren. Mein Beweis sind halt auch einfach Theoremen, die vorher gezeigt wurden. Genau, hier steht sogar für mich selber als Anleitung, wie man es denn zu benutzen hat. Also M ist halt die maximale Laufzeit der anderen Funktion. Ah ja, guck mal, das erklärt sich schon fast. Hier kann man quasi zeigen, ich bin in irgendeinem State und ich kann jetzt M-Schritte machen mit den einen Invarianten. Das ist quasi die aufrufende Funktion. Danach lande ich noch irgendwo und dann kann ich noch N-M-Schritte machen in quasi dem Tail von meiner aufrufenden Funktion. Kannst du damit auch irgendwie rekursive Aufrufe machen? Nein. Das kann ich mit diesem Lemma nicht machen. Weil an der Stelle, wo ich später wo ich quasi diese Vorbedingung hier erfüllen muss, da muss ich ja bereits ein Theorem haben, der Funktion, die ich aufrufe. Und aus gutem Grund erlaubt MetaMath mir nicht, das aktuell beweisende Theorem in sich selber zu benutzen. Das hat sich in der Mathematik nicht als zuverlässig erwiesen. Deshalb geht das nicht. Genau. Also mit diesem Lemma kann ich keine Rekursion machen. Ich könnte theoretisch ein anderes Lemma beweisen, was quasi erlaubt. Andere Varianten für rekursiv aufrufende Funktionen. Genau, also das Lemma müsste ja im Prinzip so aussehen, dass ich mir irgendeinen Integer nehme, der irgendwie immer kleiner wird oder so, damit das Ganze terminiert. Und dann darüber reden kann, dass ich halt, wenn ich bereits für alle Integer, die kleiner sind als der aktuelle, irgendwie gezeigt habe, dass das gut geht, dass ich dann quasi meinen eigenen Einsprungpunkt benutzen kann. So ein Lemma kann man sicherlich auch schreiben, aber es ist ein anderes Lemma. Das würde dann auch Rekursion erlauben. Ich fürchte, es wird noch schlimmer zu beweisen als dieses. Die waren schon nicht so besonders feierlich. Und hier oben sind noch ganz viele Independence Conditions, das ist egal. Ja, genau. Bisher habe ich gezeigt, dass ich... Achso, erstmal dann ist die Frage, was habe ich alles axiomatisiert? Genau, die Peripherie nicht, was ein bisschen doof ist, weil ich zum Beispiel momentan benutze ich den Framebuffer, um halt überhaupt was anzuzeigen. Aber der Framebuffer, der funktioniert halt, indem ich an irgendwelche magischen Speicheradressen schreibe, weil da halt das IO-Kram gemappt ist. Das ist komplett nicht axiomatisiert. Das ist philosophisch so ein bisschen hässlich, weil es ja auch sein könnte, dass wenn ich schon davon ausgehe, dass irgendwie magisches Schreiben an Speicheradressen etwas macht, dann könnte ja auch sein, dass sich magisch mein eigener Speicher verändert. Ich gehe halt davon aus, dass es nie der Fall ist. Und ich kann auch gar nicht eigentlich darüber sprechen, was dieses magische Speichergeschreibe macht. Das heißt, die Axiomatisierung erstreckt sich momentan nicht darauf, was auf dem Bildschirm eigentlich passiert, sondern nur darauf, dass dabei der Code nicht kaputt gegangen ist. Ich denke, wenn man es wirklich zu Ende bauen will, muss man da nochmal ein bisschen sehr viel Doku wälzen und einem halbwegs brauchbares Axiomsystem zumindest für den Framebuffer schreiben, weil es ist schon irgendwie ganz cool, wenn man irgendwie sagen kann darüber, was man auf dem Bildschirm sieht, wenn man irgendeine Art von echter Sicherheitsbeweisen machen möchte. Und am Ende möchte man ja über sowas reden wie, wenn der Benutzer jetzt irgendwie ein System-Dialog überschriebenes Ding sieht, dann ist es auch wirklich vom System gemalt worden und nicht von der Applikation, die gerade die Webseite angezeigt hat. So. Über sowas möchte man am Ende reden, aber dafür muss man über den Bildschirm reden können. Und dafür muss man eigentlich axiomatisiert haben, was es bedeutet, dass es einen Bildschirm gibt und da, wo man hinschreibt, damit etwas auf dem Bildschirm passiert. Genau, Datenfluss, das habe ich schon gesagt, passiert momentan überhaupt nicht. Ja, wenn ihr unglaublich viel Lust auf sehr formale Mathematik habt, nehme ich mir auch gerne noch ganz viele Stunden und erkläre euch die Details davon. Hätte ich sogar Spaß dran, weil ich fürchte, dass ich alleine mit ersten 2-3 Jahren so weit bin, dass die Mini-Firmware funktioniert. Aber es gibt schon 2 bewiesene Funktionen, das ist ganz okay und es wird sehr viel schneller. Also ich merke, dass quasi die Entwicklung immer schneller wird, weil ich halt nicht mehr das ganze Framework bauen muss. Also mein Compiler und ein Assembler und noch ein Beweisassistent und so, das ist jetzt halt alles schon so halb da. Muss jetzt halt besser werden, aber nicht mehr neu erfunden werden, das macht vieles einfacher und die Beweise schreiben sich halt auch schneller, wenn das meiste schon automatisiert ist und man nicht jedes Mal wieder herausfinden muss, wie man 2 Dezimalzahlen addiert. Weil das bedeutet auch jedes Mal, man muss halt in der großen Set-Theory-Datenbank nachgucken, welche Theoreme gibt es da eigentlich schon und welche wären dann nützlich und sich viel Gedanken über Mathe machen, obwohl man eigentlich schon weiß, dass irgendwie, weiß ich nicht, 13 plus 14 halt 20 ist. Ja. Jetzt habe ich gar nicht über Elemas erzählt, sondern über ein anderes interessantes Projekt, aber anyway, gibt es Fragen? But why? Wie viele Menschen auf diesem Planeten versteht das?
definiere was davon. Also ich denke, es gibt mindestens 20, die das auch verstehen, weil die das SE4L-Projekt gemacht haben. Die haben ja quasi das Gleiche gemacht, aber mit Tooling, das sie nicht selber gebaut haben, und mit Isabel. Isabel ist, hat ein anderes Axiom-Framework unten drunter, nämlich Higher Order Type Theory. Das und sie haben auch eine andere philosophische Herangehensweise von dem Device-Kram. Also was die machen, ist, die nehmen quasi das Äquivalent von meinem Igor-Skript und lassen die jeweils voll durchlaufen und materialisieren den Beweis niemals. Also ich habe ja diese riesig hässlichen Metamath-Beweise, diese großen Buchstabenansammlungen, die ich am Ende sage, das ist jetzt mein Beweis, das schreibe ich irgendwo hin. Das gibt es für Isabel normalerweise, nein, nicht nur normalerweise, das gibt es einfach nicht. Was die machen ist, die fahren quasi in dem Moment, wo sie einen Beweis schreiben, den unten drunter durch so einen Low-Level-Checker und prüfen, dass jeder Schritt korrekt ist und schmeißen ihn danach weg. Weil sie sagen, es interessiert uns nicht, was der Schritt war, wir müssen nur wissen, dass es richtig war. Das hat den Vorteil, dass sie nicht 20 MB große Beweise durch die Gegend tragen. Es hat den Nachteil, dass sie ganz oft den Beweis wieder neu finden müssen. Also da, wo ich jetzt Range schreibe, muss ja Igor auch jetzt suchen, quasi wie, welche Vorbedingungen kann ich benutzen, wie muss ich meine Sachen umsortieren, bla bla bla. Und dann, wenn er es einmal hat, kann er sich merken, theoretisch. Also wenn ich es mit Igor mache, findet das auch jedes Mal neu. Aber wenn ich eine Funktion einmal durchbewiesen habe, kann ich es ihm hinschreiben, so dass dann ist der Beweis einfach fertig. Und die müssen halt, wenn sie alle Beweise checken, müssen sie halt jeden Beweis quasi erst neu aufbauen, um ihn dann zu checken und wieder wegzuwerfen. Das ist für einfache Strategien, so wie Range oder so, geht das noch, aber Isabel kann auch externe Solver aufrufen und ziemlich fancy Kram machen und das dauert dann auch mal ein paar Minuten für einen so einen Schritt. Genau, aber der also was die machen, was ich ziemlich gefährlich finde im SE4L-Projekt ist, die machen nicht so wie ich Axiomatisierung auf Assembler-Ebene, sondern die haben eine Axiomatisierung auf, ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt gibt. Es gibt irgendwann eine Axiomatisierung auf C-Level-Ebene, wo jemand gesagt hat, ich habe jetzt mal die C-Semantik axiomatisiert. Das halte ich schon für sowieso eine gewagte Behauptung. Und es gibt darüber quasi die SE4L-Leute, die sagen, die haben wir genommen und darauf unsere Beweise geschrieben. Und es gibt andere Leute, die, ich weiß nicht genau, wie weit die inzwischen sind, die sagen, dass sie quasi aus dem Assembler-Semantik die C-Semantik bewiesen haben. Und dann gibt es wieder andere, die sagen, ich habe aus der CPU-Architektur eine Assembler-Semantik bewiesen. Ich würde meine Hand momentan nicht dafür ins Feuer legen, dass die jeweiligen Beweise miteinander korrekt verknüpft sind. Also es ist ja schön, wenn man sagt, man hat eine C-Semantik bewiesen, und es ist auch schön, wenn jemand sagt, er hat aus der C-Semantik etwas anderes bewiesen. Da treffen sich in der Mitte zwei C-Semantiken. Wahrscheinlich geht das in den meisten Fällen gut, aber das ist halt eigentlich eine ziemlich große Lücke dafür, wie viel Aufwand man sich quasi für die Beweise macht, scheint mir. Der andere Nachteil ist, den die haben, dadurch, dass sie halt diese relativ großen Interfaces haben. Das heißt, irgendjemand muss sich hinsetzen und die C-Semantik axiomatisieren. Das ist halt der Riesenakt. Also da kann man irgendwie Paper drüber schreiben und nicht nur eins. Und die anderen können dann Paper drüber schreiben, wo noch die Fehler in dem ersten Paper sind, und das geht dann so ein paar Jahre hin und her. Und das kann man halt umgehen, indem man einfach sagt, ich axiomatisiere nur so ein paar Assembler-Instruktionen, baue mir halt meinen Compiler anders, meinen Assembler anders und beschränke mich halt darauf, dumme Instruktionen zu benutzen. Bedeutet natürlich, ich verliere Performance ohne Ende. An allen Ecken und Enden, ist klar. Aber das Ziel ist sowieso nicht, das High-Performance-OS zu schreiben, sondern einfach nur etwas, was garantiert korrekt ist. Und kostet es dich auch Skalierbarkeit beim Beweise finden? Oder? Was kostet mich Skalierbarkeit? Also, das, wenn du jetzt die Beweise halt auf Machine-Instruction-Ebene machst. Bin ich mir nicht so sicher. Also ich weiß es ehrlich, ich weiß es tatsächlich nicht. Ich weiß, dass die auch ziemlich gekämpft haben in der C-Semantik, weil die halt, also eine gute C-Semantik ist halt auch gar nicht so high-levelig in Wirklichkeit. Vielleicht will man da was anderes als C? Ja, das Problem ist, dass die SE4L-Leute auch hatten, sie hatten einen Kernel, der ist halt in C geschrieben. Und viele von den Embedded-Leuten, die in dem Bereich arbeiten, machen das halt. Die Isabel-Leute selber sagen halt, ja, ist mir mal irgendwie ML oder OCaml oder so, was auch nicht so gut ist, wenn man dann irgendwie von denen Support haben will für sein C-Projekt. aber ja, das Problem ist so, du kannst, der Trade-off ist halt, dass du, wenn du eine High-Level-Sprache hast und auf der beweisen willst, musst du halt vorher beweisen, dass dein Interpreter, Compiler, was auch immer von der High-Level-Sprache korrekt ist. Und der Schritt ist auch nicht so einfach. Also es gibt auch Leute, die machen Verified Compilers, die versuchen quasi einen kompletten Compiler korrekt zu beweisen und können dann sagen, ja, jetzt kann ich von meiner High-Level-axiomatisierten C-Semantik mit meinem verifizierten Compiler auf mein verifizierte Assembler-Semantik durchkompilieren. Ich muss es aber nie wieder beweisen. Ich habe einfach meinen Compiler als korrekt bewiesen. Arm behauptet, die hätten sowas. Arm behauptet, die hätten sowas? Ja. Oh, okay. Also kann man Show me von denen wohl kaufen. Irgendwie. Kostet das 4? Guck mal nach. Genau, was ich quasi mache, das gibt es auch schon in der Literatur, das
entweder Verifying Compiler oder Certifying Compiler, das war eigentlich Certifying Compiler. Der Compiler kompiliert halt den Code und gleichzeitig ein Zertifikat oder ein Beweis, dass der Code sich benimmt. Ich halte das für ökonomisch den deutlich besseren Ansatz, weil man halt ziemlich, also jedenfalls für so kleine Projekte, weil man halt ziemlich einfach die paar Sachen, die man durchziehen muss, mit durch den Compiler durchgezogen bekommt. Das andere ist halt cool, wenn man es hat, aber es zu kriegen ist super aufwendig und völlig außerhalb dessen, was ich als ein Mensch, der es in seiner Freizeit macht, irgendwie hinbekommen kann. Und der Vorteil ist außerdem, wenn ich später Zertifikate mit dem Code zusammenverteile, kann ich halt in dem verifizierten System die Beweise checken, ohne mich darum zu kümmern, wie die eigentlich zustande gekommen sind. Das kann mir auch egal sein. Ja, genau, also die maximale Ausbaustufe, die ich damit vielleicht irgendwann mal erreichen will, ist, dass ich mir, also ich finde, Handys sind eine sehr dubiöse Angelegenheit, weil man hat diesen GSM-Chip da drin und der wird irgendwie mit Funkwellen von außen, macht der Dinge auf der Plattform, das ist alles ganz schön unheilig. Und das jedes Mal, wenn mein Handy kaputt ist, ärgere ich mich, dass ich mir wieder ein unsicheres Gerät anschaffen muss. Und vielleicht, also mein großer Traum ist, dass ich irgendwann in 10 Jahren oder so einen Raspberry Pi habe, der einen extern angeschlossenen GSM-Dongle hat, dann kann ich ein sicheres Handy haben. Das finde ich ziemlich cool. Aber mal gucken, ob das klappt. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich werde ich in 3 Jahren beschließen, dass mir jetzt zu viel Zeit ist und es einfach wegschmeißen. Aber egal. Warum hast du es nicht in Elias gemacht? Was? Den... Den Betriebssystemcode. Weil ich dann einen großen Teil Garbage Collector korrekt beweisen müsste, worauf ich nicht so viel Bock habe. Und weil ich die theoretische Hoffnung habe, wenn ich am Ende eine Raspberry Pi Firmware habe, die ich korrekt bewiesen habe, die in C ist, plus Annotationen, kann auch jemand anders, dem die ganze Beweisscheiße egal ist, die Firmware nehmen und kompilieren, die wird trotzdem korrekt sein. Er hat dann keinen Beweis mehr in der Hand, dass sie korrekt ist, aber er kann sie benutzen, sie ist immer noch korrekt. Und da wäre Annahme, dass mein Compiler nicht irgendwie total crazy Kram macht, aber wahrscheinlich nicht. Also dafür ist einfach nicht so viel Features da drin. Also das ist auch einer der Gründe, weshalb ich es in C gemacht habe. Ich könnte mir eigentlich durchaus vorstellen, dass eines der ersten, falls es so weit kommt, dass man quasi in diesen Systemen Programme laden kann, könnte es durchaus sein, dass eines der ersten Programme ein Elimas-Interpreter wird, der es auf Default Isolation macht, der halt sagt, überall da, wo das Elimas-Programm momentan Segfault sagt, sagt er halt, dein Stack ist jetzt undergeflowt, ich beende mich mal. Dann kann ich halt beweisen, dass der korrekt ist, dass er nicht mein System crasht und so. Und dann kann ich wieder in Elimas auf dem Ding arbeiten, ohne mir in den Fuß zu schießen. Allerdings habe ich dann trotzdem abstürzendes Programm. Ich habe halt nur kein abstürzendes System. Man könnte auch nochmal überlegen, das Ganze für Elimas durchzuspielen, also echte Verifikation quasi mit so einem Certifying Compiler oder was auch immer man dann genau bauen will, Interpreter, irgendwie sowas in der Art zu machen. Was den Vorteil hat, dass man halt in dem Moment, wo man den Beweis schreibt, findet man halt auch einfach alle Bugs im Programm, logischerweise, weil man kann den Beweis nicht zu Ende schreiben, wenn das Programm Bugs hat. Das heißt, dann hat man halt auch, dann kann man sich immer noch quasi entscheiden, okay, ich beende jetzt das Programm in diesem, wenn ich das festgestellt habe, irgendwie hässlich, aber das macht man dann ja nicht. Wenn man weiß, dass es an dieser Stelle kaputt ist, dann macht man es einfach heile, anstatt Software Fault Isolation zu machen und zu sagen, ich beende mich jetzt irgendwie sauber, aber ich beende mich, sagt man dann ja, okay, ich mache es halt einfach nicht scheiße, sondern ich mache den Bug weg. Und das würde man verlieren, wenn man jetzt nur einfach einen Interpreter verifiziert, der quasi sauber beendet. Ja, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass irgendwann, also quasi als Applikationssprache auf dem Ding wie Elimas zu nehmen, weil es schon, na gut, ich benutze es halt jetzt die ganze Zeit für meinen Hobbykram und es ist sehr, sehr flexibel. Es hat mir bisher selten im Weg gestanden, im Gegensatz zu vielen anderen Sprachen, die ich schon benutzen musste. Kann man das mal schön sehen. Ja, man kann sich dann zum Beispiel solche schönen Sachen hier definieren. Ich habe irgendwie einen Slash-Slash-Operator definiert. Ich nehme einen String in Metamask-Syntax oder fast jedenfalls, bis auf Backslash-Escapes. Matcht irgendwie beliebige Ausdrücke dagegen und danach habe ich hier so Dinge, die sich anfühlen wie lokale Variablen, wo ich jetzt quasi meine Match-Results irgendwie drin habe. Das hier wird automatisch Grammar geprüft, dass es wirklich gültiges Metamask ist. Und ich kann irgendwie sauber damit weiterarbeiten und solche Sachen. Das ist schon ganz angenehm. Also es gibt auch andere Sprachen, die jeweils einzelne von den Features haben, auf jeden Fall. Man kann das auch mit Lisp-Makros machen oder so. Oder auch mit Racket wahrscheinlich. Aber bisher habe ich noch nichts gefunden, wo all diese Sachen quasi auf einem Haufen sind. Das ist natürlich auch damit zusammen, ich habe die Sprache halt gebaut, deshalb kenne ich sie. Das ist halt kein gutes Verkaufsargument. Aber ja, ich habe damit jetzt einen Assembler, einen Compiler und einen Proof Assistant geschrieben und deshalb ist mir immer noch nicht auf die Füße gefallen, also es ist zumindest halbwegs brauchbar.
Achso, und ein Geoinformationsdingsi, was Jason Arpi nach Postgres gemacht hat. Wollen wir das mal an diesem Punkt beenden? Ja. Cool. Gerne.